Meine Kleidung. Pass auf, wir können dem den ganzen Power Raider Power Zeugs geben und das alles, was wir jetzt nicht brauchen. Das spart nämlich unglaublich viel. Auch den Fatman kriegst du. Die Mine. Das Impro-Gewehr. Schaut ganz gut aus. Oh! Ha, Stone. Null Treffer. Okay. Also kannst du auch bei Broom null Treffer. Null Treffer hier. Verdammt. Sind in 10 Sekunden zurückgesetzt. Naja, okay, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Eichhörnchen am Stiel nehmen wir auch noch mit. Oh, was gibt's denn hier? Lupe? Ja gut, das OP-Tablett hätte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt gebraucht. Mündungsbremse gehärtet, ja wie nice. Oh, Militäruniform, das ist natürlich sehr geil. Klebeband nehmen wir mit. Ich möchte es eigentlich nochmal ganz gern probieren. Cargo, ein Treffer. Okay. Grass? Ein Treffer. Dann heißt es, das R ist es wahrscheinlich. Arena? Null Treffer. Okay, also kein R. Ah, ist es. Okay. Das wär's. Was? Aufwiegelung? Ah, okay, das kann man sich ja alles in Ruhe mal irgendwann durchlesen. Satz 1, Bekleidung am Tatort zurückgelassen. Ja, das sind alles so Beweismittel, ne? Vorsätzliche Gefährdung. Okay, das bringt uns jetzt nicht weiter. Also das war jetzt nicht unbedingt die Geheimniskrämerei, die Bude. Okay, hier haben wir auf jeden Fall jetzt gerade richtig viel Zeug. Das bedeutet, wir werden jetzt mal eine Zeit lang mit der Knarre rumlaufen. Aber jetzt brauchen wir erstmal einen Auftrag. Pass auf, wir holen uns jetzt mal Missionen. Was ist eigentlich unsere Mission? Haben wir da schon irgendwas bekommen? Ruf zu den Waffen, sprich mit Paladin, bla bla bla. Okay, Dance. Paladin. Bist du bereit? Immer. Warum habt ihr einen Außenposten in einem Polizeirevier eingerichtet? In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um ein Polizeirevier handelt, hielten wir es für klug, dort nach Waffen und Munition zu suchen. Der Funkmast auf dem Dach war nur ein unerwarteter Bonus, auch wenn er noch gewisse Mängel hat, die wir beheben müssen. Es ist vielleicht nicht so imposant wie die Zitadelle im Ödland der Hauptstadt, aber für unsere Zwecke reicht es. Mehr will ich derzeit dazu nicht sagen. Bist du bereit, die Mission fortzusetzen? Bereit. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Ah, ich will auch so ein Teil. Wow. Du solltest dich besser beeilen. Paladin Dance lässt man lieber nicht warten. Ach, der ist einfach nur mürrisch, ja? Weil er nicht die Moves drauf hat in der Rüstung. Nimm alles mit, du brauchst es noch. Ja, wir kommen mit Sicherheit zurück. Dann looten wir den Rest noch. Ganz schön verstrahlt hier. Ja, meine verstrahlte Persönlichkeit, das ist ganz normal. Da gehört immer so ein bisschen Respektstrahlung da rein, in den Lebensbalken. Was eigentlich mit den Zwergtalern? Ja, die sind da, ne? So, und jetzt? Kumpel Paladin? Wie schaut's aus bei dir? Wir nehmen diese Gasse. Mir nach. Naja. Bin bei dir, aber vielleicht brauchen wir doch... Na, wobei, ich bin eigentlich ein Fan von dem Ding jetzt. Kurzbus ist dabei. Im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Okay. Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen, ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Der Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, für die
fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Okay. Du hast die Rüstung, du gehst vor. Bin mal gespannt, wo der uns jetzt hinführt. Ist natürlich mitten in der Nacht, klar, wann auch sonst, ne? Mission macht man ja nicht am Tag. Es schaut halt auch in-game so, so episch aus. Es gefällt mir so heftig gut. Ich finde das Spiel einfach nur grandios. Oh, oh, oh. Okay, auf die Entfernung kommen wir natürlich nicht weit. Aber auf die Entfernung... So viel dazu. Nee. Brauchen wir nichts weiter. Wie gesagt, der mit der Powerrüstung soll mal die ganze Geschichte... Über die letzten 7 Jahre hat die Bruderschaft 2 weitere Teams hierher geschickt, um Technologie zu sammeln. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Sie haben kistenweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon 4 Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben oder als verschollen gemeldet zu werden. Denke ich auch nicht dran. Habe ich auch keine Lust drauf. So, wir looten nochmal ein bisschen. Okay, der Fahrer, der fährt uns nirgendwo mehr hin. Habe ich so das Gefühl, liebe Freunde. Okay, Freunde, wir schauen mal. Wir gucken mal, wo wir hinkommen. Wo der uns hinbringt, der Kumpel. Ich befürchte ja hier oben in dieses Gerät rein. Ich glaube, gefunden. Auf alle Antrieb. Okay. Ich finde es irgendwie beruhigend, wenn da so ein Typ mit einer Power Armor neben dir herläuft. Ich habe da irgendwie... Nee, ich finde es in Ordnung. Den hat's gegrillt. Ich werd verrückt. Ich komme gerade erst in Fahrt. Okay. Wieder was zu essen dabei. Können wir dann grillen die Tage? Können wir dann grillen? Wie gesagt, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe ehrlich gesagt auch gerade überhaupt keinen Plan, wie viel Uhr wir eigentlich haben. Ist schon 9:30, Mensch. Beinahe 9:30. Krass, wie die Zeit vergeht in Fallout. Ich hätte jetzt gedacht, wir haben so 9 vielleicht oder so halb, Viertel vor 9. Da wären so spät. Systems. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. ArcJet Systems. Ja, okay. Haupteingang, aber mit Looten vorher. Ganz klar. Okay, gibt nichts. Aber wir hätten was mitnehmen können, wenn wir dann gewollt hätten. Okay. Rein in die Bude. Na Freunde, wie schaut's bei euch aus? Sagt ihr, Missionen sind noch geil oder soll man aber wieder Richtung Heimatbase kommen? Ich persönlich finde das eigentlich ziemlich geil gerade. Ich muss sagen, ich finde das total cool. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Okay. Telefon nehmen wir auf jeden Fall mit. Das sind die Sachen, die wir brauchen. Oh, oh, nee, nee, nee. Das schaut schon wieder aus, als wäre es dann nicht gut. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert.
Ist das das Werk der stählernen Bruderschaft? Leider nein. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut, ausgeburten, die die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Okay, was ist das? Was ist das Institut? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich unter der Erde verkrochen haben, als der große Krieg begann. Haben die letzten Jahrzehnte damit verbracht, das Commonwealth mit ihren Technologie-Albträumen zuzumüllen. Hört sich an, als hättest du Angst vor Synths. Es besteht ein eindeutiger Unterschied zwischen Angst und fehlender Vorbereitung. So, gehen wir weiter. Ja, bevor wir weitergehen, Freunde, schauen wir uns die Sache hier nochmal ganz, ganz genau an. Okay, morgen in den... Okay, alles klar, da geht es jetzt um Sicherheit. Protektorensteuerung. Feuerwehr, Erste Hilfe, Konstruktion, U-Bahn-Begleitung, Rechtsvollzug. Okay, machen wir mal. Einheit wird zugewiesene Subroutinen werden geladen. Der Laden hier ist ziemlich ruiniert. Aber ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren könnten. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Bergungsmission. Ey, das ist super. Die haben schon irgendwie voll die Struktur. Nico! Dankeschön! Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Das hast du... Haha! Denkst du, Kumpel? Nee, nee. Wir schauen uns auch erstmal um, bevor sie wieder, bevor der wieder losrennt und wieder irgendwo hin will. Nee, nee. Erstmal wird hier fleißig alles durchwühlt. Bevor die Bruderschaft hier kommt und dann, weißt du, dann stehen wir wieder da und dann gehört es denen und nicht uns. Nee, nee, vorher wird hier aufgeräumt. Aber viel aufräumen geht hier eigentlich gar nicht. Was ist denn das für ein Terminal? Erinnerung, Passwortsicherheit, automatische Passwortänderung, okay. Das schaffe ich nicht zu hacken. Okay, dafür brauchen wir einen höheren Hacker-Skill. Ja, cool, aber mit dem Hacker-Skill kommen wir hier natürlich nicht rein. Müssen wir doch mal vielleicht noch reingucken. Diese jährliche Erinnerung daran, dass alle Passwörter für die Terminals und Zentralrechner monatlich geändert werden müssen, sollte dies nicht geschehen, kann das zur automatischen Passwortänderung, zur Aufhebung von Netzwerkprivilegien und oder zu Disziplinarmaßnahmen führen. Bitte tragen Sie dazu bei, dass ArcJet Systems weiterhin sicher bleibt. Okay. Nachricht zur automatischen Passwort. Laut Protokoll ist Ihr Terminal-Passwort seit... Was? Drei... monatelang nicht geändert worden. Aus Sicherheitsgründen wird Ihr Passwort jetzt zurückgesetzt. Ihr neues 9YB3N. 9YB3N. Gucken wir mal. Yay! Laborsteuerung! Sicherheitstüre! Öffnen! Sehr nice! So! So, alles klar. Haben wir das Ding geöffnet? Gute Arbeit. Wow! Burn! Nein, 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 nicht. Okay, die Institutsknarren, die finde ich allerdings ziemlich nice. Und die haben natürlich jetzt... Was? Ja, das kannst du vergessen, Kumpel. Du bist... Warte. Ich glaub, möglicherweise tarnt sich ein Gegner. Wie interessant. Handfähigkeiten. Faszinierend. Ich kann ihn nicht treffen. Stopp. Langsam. Bevor wir jetzt hier ins nächste Ding reinrennen.
Ah, diese Institutdinger sind echt schrottig, ne? Mündungsbremse für die Knarre haben wir hier. Aber hier schon mal die Institutsdinger. Wo haben wir so Institutpistole? Die ist halt auch nicht gut, ne? 15 Schaden ist halt auch nicht wirklich gut. Haltet ihr euch für schlau? Kopf runter, Sir. Da schießt offenbar jemand auf uns. Mehrere sind viele. Schalt sie ab. Lasse nie eine Aufgabe unvollendet. Nein, schieb mich nicht rein. Ah! Mushroom, danke dir auf jeden Fall fürs Reinschreiben von dem Key. War mir jetzt nicht sicher, ob wir den wirklich noch brauchen. Flatsch! Flatsch! Hier schaut der übel aus, ey. Automatische Institutspistole, okay. Alter, haben die Institutsgewehr mit Zielfernrohr. Wow, okay. Ja, Glasfaseroptik! Ja, sehr nice! Oh, wie cool, jetzt haben wir das Zeug, was wir ohnehin für die Base brauchten. Das Schloss sieht stabil aus. Ah, das kriege ich nicht auf. Den Code kann ich nicht knacken. Macht nix. Geil. Wie schön. Streamst du nächste Woche? Ja, wahrscheinlich. Ich denk's einfach mal. Ist noch nichts Gegenteiliges geplant, also von daher könnte gut sein, ja? So, kurz mal weiter looten. Aber wie gesagt, den Stream gibt es dann natürlich auch auf YouTube. Ganz klar für euch. Ganz, ganz klar. Jagdgewehr! Komm mal her, komm mal her. Aufgepasst. Ey, Kumpel. Kann ich zu Diensten? Aber logisch. Den Schrott müssen wir mal in die Base bringen und dann können wir nämlich richtig geil weiterbauen. Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn da noch? Den Filzhut, den finde ich zwar eigentlich ziemlich nice, aber auf der anderen Seite, die Militäruniform kann auch weg. So, Institutspistolen. Kann nicht mehr tragen, der ist voll, der Kumpel. Automatische Institutspistole, die ist ja noch schlechter als die anderen. Das Jagdgewehr finde ich ziemlich nice. Müssen wir mal gucken. Die Waffen sind auch geil. Das Institutsgewehr finde ich... Das finde ich wiederum cool. Das macht irgendwie einen sehr geilen Eindruck, wenn ich ehrlich bin. Das werden wir uns mal anschauen. Und zwar unter... Müssen wir mal gucken. Und das hier werden wir mal... Werden wir uns mal... Warte mal, jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen aussortieren, weil irgendwo geht es dann halt auch nicht mehr, ne? Also, pass auf. Das Jagdgewehr ist 37. Das Jagdgewehr tauschen wir aus mit der Schrotflinte. So. Dann haben wir das 17er. Wie gut ist unsere Waffe? Scharfschützengewehr? Nein. Laserpistole 24. Ich weiß nicht, was ihr meint, Freunde. Was ist eh gerade Jagdsaison? Ja, momentan ist Jagdsaison, aber hallo. Gehärtet Impro-Gewehr. Das ist das Gewehr, mit dem wir generell normalerweise schießen. Pass auf, dann machen wir jetzt folgendes. Dann machen wir jetzt aus dem Gewehr, das ersetzen wir jetzt gegen unser Impro-Gewehr. Nice! So ein riesen Äumel, das Ding, aber irgendwie finde ich es gut. Also irgendwie taugt mir das. Müssen wir mal noch ein bisschen dran rumspielen, aber ich glaube, das ist cool. So, die Institutspistole, die hat 7... Oh, ich habe ein Level-Up. Oh, müssen wir auch mal reingucken. Ihr habt gesagt, wir sollten, pass auf, wir sollten doch nochmal hier gucken. Einsamer Umherzieher, das ist klar. Waffenfreak. Wer zuerst schießt, tötet zuerst. Mit dem, was? Mit Zugang zu Standard- und Rang-1-Modus für Waffen. Okay. Schleichen wäre auch eine Idee. Mysteriöser Fremder. Hacker. Hacker wäre auch cool.
Aber Schlossknacker, mit deinen flinken Fingern kannst du Schlösser einfacher knacken. Außerdem hast du die Möglichkeit, fortgeschrittenere Schlösser zu knacken. Das wäre geil, oder?